Guten Tag, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute reden wir über Bluthochdruck. Über das Thema haben Sie mich schon länger gebeten zu reden. Ich habe mich so ein bisschen gedrückt und anderen Themen gemacht, aber heute wagen wir uns an das große Thema heran. Es ist wirklich, das Thema ist sehr groß, sehr umfangreich. Man kann sehr viel darüber sagen. Es gibt sehr viele Parameter, die man berücksichtigen muss oder die vielleicht auch nicht so wichtig sind, aber Ihnen als Patienten als sehr wichtig erscheinen. Deswegen meine erste Bitte. Ich werde mehrere Teile darüber herausbringen. Wir werden heute über die Therapie an sich sprechen. Ich werde noch einen Teil herausbringen, wo ich über die Diät spreche während der Blutdrucktherapie. Es gibt sehr viele Aspekte aus der Sicht der Blutdrucktherapie. Es gibt eine akute Therapie, was man in Notfällen bei Bluthochdruckkrisen machen kann. Das alles ist immer ein extra Thema für sich. Wenn da Interesse besteht, schreiben Sie mir. Ich referiere gerne noch über ein zusätzliches Thema, erweitere ich, rede gerne über das, was Sie persönlich und wirklich hochspezifisch interessiert. Deswegen, da warte ich wirklich auf eure Rückmeldungen, meine Lieben. Und heute fangen wir ganz allgemein mit dem Thema an. Was haben wir vorliegen und womit schlagen wir uns bei der Therapie? Also, Ihr Arzt erzählt Ihnen, oh, Sie haben Bluthochdruck. Und Sie denken, oh mein Gott, muss ich jetzt sterben? Nein, natürlich nicht. Das Problem bei Bluthochdruck ist folgendes. Bluthochdruck merken Sie nicht. Also solange es nicht über 200 geht, merken Sie es nicht. Sie merken, dass es geht Ihnen nicht schlechter. Sie merken auch nicht die Erhöhung, aber es zehrt an Ihren Blutgefäßen. Es zehrt an Ihren Blutgefäßen und verringert dadurch auch die Lebensdauer. Sie müssen sich das so vorstellen, unser Blut wird von der Peripherie zum Herzen befördert, aber es muss gegen einen sehr hohen Widerstand in den Gefäßen kämpfen. Es pumpt gegen die Gefäße, es pumpt gegen den Widerstand und dadurch leiern die Gefäße aus. Und das ist das, was später in die Lebenserwartung geht eben, dass die Gefäße einfach nicht mehr stabil sind. Und deswegen müssen wir auch jetzt schon quasi vorher mit allen Mitteln verhindern, dass Bluthochdruck ein Thema in unserem Körper ist. Unser Bluthochdruck muss auf normalem Blutdruckniveau bleiben. Das ist sehr wichtig, auch protektiv, um andere Erkrankungen nicht voranschreiten zu lassen. Natürlich auch protektiv, damit kein Schlaganfall zustande kommt, damit keine Krise zustande kommt. Aber man hat auch festgestellt, das ist zum Beispiel das Einzige, was wir vorbeugend vor Demenz machen können. Wenn unser Blutdruck in der Norm ist, ist es das einzige vorbeugende Mittel gegen Demenz. So dass da auch Patienten eben nicht so schnell an Demenzerkrankung, wenn die Blutdrucktherapie im Vorfeld schon gut eingestellt ist. Es gibt da sehr viel Diätetisches, was Sie machen können. Wenn Ihnen der Arzt sagt, Sie sollen abnehmen, das können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich so, es gab Studien, die bewiesen haben, dass pro Kilo 2 mm Quecksilber eben purzeln. Und das ist schon mal wichtig. Aber, wie gesagt, über Diät sprechen wir ein andermal. Heute reden wir über Blutdruck und eine Therapie, die uns vom Arzt auferlegt wird. Normalerweise, unser ideeller Bluthochdruck liegt bei 120 mm Quecksilber in der Systole und bei der Schlaffungsphase bei 80 mm Quecksilber in der Diastole. Also 120:80. Sind wir im dem Bereich bis 140:90 sind wir noch im grünen Bereich. Das heißt, wir können noch mit diätetischen Maßnahmen, mit Abnehmen steuern, vielleicht mit unserer Lebensumstellung, nicht so viel Stress, nicht so viel Rauchen, nicht so viel Alkohol. Bewegen wir uns aber ganz deutlich über 140:90, wird der Arzt eine medikamentöse Therapie anfangen. Und zwar, wenn die Messung dreimal aufeinander die gleichen Werte zeigte und sie durch andere Maßnahmen die Werte auch nicht herabgesenkt bekamen, dann wird der Arzt zu einer konsequenten Blutdrucktherapie greifen. Es gibt für alles ein Stufenschema in Deutschland, auch für die Blutdrucktherapie haben wir ein Stufenschema in Deutschland ausgearbeitet bekommen und natürlich auch vorgelegt bekommen. Das heißt, wenn der Arzt Ihre Therapie beginnt, dann hat er ein ganz bestimmtes Schema im Kopf. Sie kommen zu mir oft und sagen, ist das Medikament schlimm, ist das nicht so schädlich, ist das nicht zu viel, dass ich schon 2 Medikamente bekomme? Nein. Das ist alles vorgeschrieben und ich zeige ich Ihnen gerne. Die Tabelle sehen Sie, das ist dieses Stufenschema. Ich versuche auch nochmal am Ende des Berichts nochmal dieses Stufenschema für Sie einzublenden.
Also wir fangen unsere Therapie mit Monopräparaten an, das heißt einzelnen Präparaten. Es gibt vier einzelne Präparate, die wir da aufzählen dürfen. Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, Diuretika und ACE-Hämmer oder ATA1-Antagonisten. Das ist für Sie jetzt erstmal fachchinesisch, aber wir haben bei unserem Blutdruck zwei Probleme. Wir haben auf der einen Seite die verengten Gefäße und wir haben auf der anderen Seite zu viel Blutvolumen, was zu sehr aufs Herz zuströmt, und dadurch schafft unsere Pumpe es nicht, einfach das in genügender Zeit umzusetzen, und dadurch steigt der Druck. Und an diesen zwei Problemen müssen wir arbeiten. Wir haben also in erster Linie unsere Beta-Blocker. Beta-Blocker als Monotherapie wird vor allem bei jüngeren Leuten unter 55 Jahren bevorzugt. Die sorgen dafür, dass bei jeglicher Anstrengung, zum Beispiel wenn sie Treppe steigen oder ähnliches, oder physische Anstrengung haben oder sich aufregen, auch psychische Anstrengung, die Gefäße trotzdem schön weit bleiben und das Blut hindurchfließen kann und sie sich nicht mehr so anstrengen, quasi auf der Gefäßebene. Dadurch auch eben auch Bluthochdruck auf konstanter Ebene verbleibt. Dann haben wir Diuretika. Diuretika sorgen dafür, die ich schon vorgestellt habe, Furosemid, eben HCT und weitere, also es gibt noch weitere Diuretika. Diuretika sorgen einfach dafür, dass nicht so viel Blutvolumen zur Verfügung steht und gegen die Pumpe prescht sozusagen, nicht so viel Volumen da ist, was das Herz eben verstoffwechseln muss bzw. durchmengen muss, und dadurch wird die sogenannte Vorlast gesenkt, also es wird einfach dadurch nicht so viel Druck aufgebaut, weil einfach nicht so viel Flüssigkeit einströmt. Diuretika werden bevorzugt bei Patienten über 55 Jahren, also bei älteren Patienten. Dann haben wir eine andere Sparte. Wir haben einmal die ACE-Hämmer. Das frühere Enalapril wird jetzt gerne durch das Candesartan abgelöst. Das sind die ATA1-Antagonisten. Es sind beides Medikamente, die auf den Blutdruck ganz schonend auf der Nierenebene einwirken. Hier müssen Sie bedenken, dass diese Medikamente erst nach 24 Stunden auf die neu gebildeten Gefäße wirken. Und zwar sorgen sie auf der Nierenebene dafür, damit keine gefäßverengenden Substanzen gebildet werden. Und da es um neue gefäßverengende Substanzen geht, wirken die eben immer nicht akut, sondern erst nach 24 Stunden im Vergleich zu so einem Beta-Blocker, der wirklich ganz akut auch eingesetzt werden kann und zu einer schnellen Blutdrucksenkung führt. Dann haben wir nochmal die Calcium-Antagonisten, die ich Ihnen auch in der Tabelle gezeigt habe, die stellen nochmal ein anderes Bereich dar, wo auch wirklich auf beiden Gebieten eine Blutdrucksenkung stattfindet. Auf der einen Seite haben wir eben gefäßpositive, erweiternde Wirkung und dann auch nochmal die Reduktion der Flüssigkeit, die da einströmt. Also Vorlast und Nachlast werden da auch nochmal positiv beeinflusst. Wenn diese Therapie nicht ausreichend greift und Ihr Wert immer noch nicht stabil ist, dann wird aus der Monotherapie eine Zweierkombination. Das zeige ich Ihnen auch wieder gerne. Das ist übrigens das Mutschlerbuch, was wir alle in unserer Pharmazie wie so eine Bibel quasi vor den Augen haben. Dann greifen wir einfach zu der Zweierkombination. Und zwar die Zweierkombination sieht immer vor, dass wir ein Diuretikum, also einen entwässernden Wirkstoff, der dafür sorgt, dass nicht zu viel Natrium in die Zelle einströmt und dadurch unser Blutvolumen oder extrazelluläres Volumen auch herabgesenkt wird, wird nochmal kombiniert mit Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten oder auch ACE-Hämmern. Und das zweite ist, dass unser Calcium-Antagonist, der kann wiederum mit den Beta-Blockern nochmal kombiniert werden oder nochmal mit den ACE-Hämmern oder ATA1-Antagonisten. Sie fragen sich, warum die ACE-Hämmer jetzt allmählich durch ATA1-Antagonisten abgelöst werden. Die Probleme sind eben die Nebenwirkungen. Und zwar, viele Patienten haben über Reizhusten geklagt. Das ist bei ATA1-Antagonisten nicht so ausgeprägt. Sollten diese Zweierkombinationen nicht so greifen, dann kommt es zu Dreierkombinationen. Es kommen noch die gefäßerweiternden Wirkstoffe dazu, Vasodilatoren, oder auch wiederum aus dieser Spalte wird noch ein dritter Wirkstoff dazugefügt. Man therapiert, bis man den Blutdruck stabilisiert hat.
Sie fragen mich oft, ob diese Tabletten nicht Nebenwirkungen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Medikament ist ein chemisches Molekül und jedes Medikament hat leider Nebenwirkungen. Die einen sind etwas ausgeprägter, die anderen sind nicht so ausgeprägt. Aber leider ist das so, dass wir nicht aufgrund der Nebenwirkungen auf die Blutdrucktherapie verzichten können. Wir versuchen hier wirklich die Wirkung im Vordergrund zu halten und versuchen einfach, falls Nebenwirkungen auftreten, entweder die Therapie zu modifizieren. Aber ich habe leider auch oft Fälle, wo der Arzt sagt, nein, die Blutdrucktherapie ist stabil, die ist so schön. Dann versuchen wir noch mit anderen Mitteln, mit anderen Medikamenten, die Nebenwirkungen im Griff zu halten. Wir müssen dann einfach immer schauen, wie schlimm diese Nebenwirkungen ausfallen. Sie dürfen einfach nicht schweigen. Erstens, wenn Sie Kopfschmerzen haben oder wenn Sie Schwindelgefühle haben oder umgekehrt, wenn Sie Herzrasen haben, das Sehvermögen immer instabil ist, ein wenig verschwommen oder Nasenbluten, kommen Sie zu uns in die Apotheke. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, besprechen Sie das. Verschweigen Sie nicht und sagen Sie nicht, ach, meine Nachbarin hat das auch. Nein, es kann ein Indiz darauf sein, dass Sie Bluthochdruckpatient sind, ohne das zu wissen. Wenn Sie bereits in der Bluthochdrucktherapie sind, kann es sein, dass Sie nicht genügend eingestellt sind. Es gibt doch tatsächlich zum Beispiel 20% der Patienten, die einen Bluthochdruck nachts aufbauen und morgens eben wirklich ein Herzrasen haben oder auch in der Nacht davon noch richtig wach werden. Die Therapie ist jedoch so angesetzt, dass sie tagsüber eher verläuft und behandelt. Und da muss immer angepasst werden. Es gibt bei einem Arzt diese Möglichkeit, einen 24-Stunden-Test durchzuführen, indem man das Gerät am Körper trägt. Also es gibt diese Möglichkeiten. Deswegen ist es wichtig, dass Sie in der Therapie immer bei uns auch Rat holen oder natürlich bei Ihrem Arzt, statt dann einfach Ihre Probleme zu schlucken oder sie wegzuschweigen. Das bringt nichts. Ein Hinweis Ihres Körpers ist immer ein Hinweis. Genauso, wenn Sie bereits in der Therapie sind, müssen Sie einfach schauen, wenn Sie vom Bisoprolol zum Beispiel Hautausschlag bekommen oder Hauterscheinungen, dann sind das Nebenwirkungen, die durchaus zusammen im Zusammenhang mit der Medikation zustande kommen. Dann müssen wir da auch agieren oder Hustenreiz bei Enalapril oder auch bei Männern. Impotenz im Zusammenhang mit den Beta-Blockern. Da müssen wir auch an der Therapie was tun. Und ich bitte Sie wirklich, darüber zu reden. Für Sie ist das vielleicht unangenehm, aber für uns ist es unser täglich Brot. Also für uns gibt es kein Tabuthema in diesem Zusammenhang. Wir arbeiten täglich damit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, therapieren Sie sich gut und wir unterhalten uns gerne nochmal über andere Zusammenhänge im Zusammenhang mit der Therapie des Bluthochdruckes und freuen Sie sich schon auf Teil 2, wo ich über diätetische Maßnahmen berichte, wie Sie im Zusammenhang mit der Diät den Bluthochdruck positiv beeinflussen können oder vielleicht sogar Ihre Medikation absetzen können. Seien Sie gespannt. Bis dann, alles Liebe. Tschüss.